Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen zurück bei Libu in einer betrogenen Welt, hier ja in Total War Three Kingdoms. Ich baue derweil hier gerade eben meine ganzen nahrungsmittelproduzierenden Gewerbe hier aus, denn ich finde das äußerst wichtig, vor allem weil halt auch die Verteidigungsanlagen dadurch immer besser werden. Und wir haben einen weiteren Erlass. Oh, wie schön. Da freut man sich immer drauf. Also zumindest geht es mir so. Wenn man da irgendwie was bewegen kann. Warte mal, was hatte ich eigentlich vor? Das ist immer so das Problem, ne? Aufnahmesession-Pause. 2 Wochen lang nicht gespielt. Keine Ahnung, was man eigentlich vorhatte. Ich muss gerade eben mal schauen. Ich weiß, dass ich auf lange Sicht dahin wollte. Das bedeutet aber, dass ich hier noch... das wollte ich schon längst mal bauen. Arg! Das immer noch nicht gebaut. Das ist natürlich doof. Baukosten für Landwirtschaft reduzieren. Mehr Nahrungsproduktion global. Bringt man noch ein weiteres Gebäude ein. Noch mehr Nahrung durch Landwirtschaft. Die Sache mit der Nebelwand ist natürlich auch nicht schlecht. Unsere Einheiten sich unsichtbar machen vor Beschuss. Anfangsrang der Rekruten, weniger Rekrutierungskosten für Infanterie. Wir können aber auch mal gucken, mehr Einkommen aus allen Quellen, das ist natürlich genial, 10% mehr. Mehr öffentliche Ordnung ist auch ziemlich geil. Hier führt mir zu mehr Einkommen aus Industrie und noch mehr Einkommen. Ja, ich sag's mal so, wie kann ich denn verlieren, wenn ich immer mehr Geld habe? Wobei, das ist auch nicht schlecht. Aber jetzt haben wir gerade eben das Ding erst verloren. Nee, wir machen Einkommen aus allen Quellen. Das sollte unsere Geldsituation ein bisschen besser darstellen. Ja, wir haben eine Menge Leute getötet, dadurch auch Beziehungen natürlich beendet. Das ist klar. Jetzt bin ich halt doch am Überlegen, ob ich im Norden nicht hier vielleicht doch angreifen soll, weil nicht, dass die verrückte Ideen kommen und dann doch noch zuschlagen. Oder dass die hier rüberkommen. You know? In den Krieg. Lasst es uns versuchen. Töchterchen greift Harakiri an. Also nicht den Typen, der Harakiri heißt. Es gibt Arbeit zu tun. Der Himmel sei Zeuge. Die Zeit ist da, diese weisen Worte durchzusetzen. Ich finde ihren Namen so geil. Wen. Was haben sich die Eltern dabei gedacht? Seien wir wie der Frühling. Neubeginn und Sieg. Dazu sollte man jetzt halt wissen, was Wen heißt, ne? Also los. Und Wen kann ja schon wieder was ganz anderes bedeuten. Das kommt ja auch noch dazu. Okay. Ja, wir haben jetzt eigentlich jede Menge Möglichkeiten, weil es gibt sehr wenig, verdammte Axt, was uns jetzt hier, so, genau, weil wir brauchen jetzt sehr wenig Platz, sagen wir es mal so. Wir brauchen sehr wenig Platz, weswegen ich jetzt hier in meinem Tun und Walten relativ frei bin. Ja, ich packe das mal einfach alles da rein. Dann kommt hier das Zündilein 1 hin. Und wir könnten es auch so machen, dass ich das Feuer da und dahin mache. So und so. Hier habe ich leider keine Türme, weil ich ja der Angreifer bin. Okay. Aufpassen. Hier stelle ich mal da hin. In die Testudo. Ich könnte noch mehr Testudos brauchen, ohne Witz. Ich stelle die auch jetzt hier mal so ein bisschen genau auseinander hin. Da, dann kann der nächste schon wieder dahin. Dann geht der eine Trupp dahin.
Der eine Trupp geht noch dahin. Wappnet euch! Bogen bereit machen! Achtung, Krieger! Mhm. Naja, ich glaube, die Bögen sind schon bereit. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Es ist soweit. Antreten. Ich brauche hier, um wieder die Geschosse abzuwehren. Antreten. Ja, und du musst noch dahin. Antreten, Schwertkämpfer! Okay, also unsere Reiter kommen raus, aber nie wieder rein. Das muss uns klar sein. Go. Bereit machen. Und wir sind momentan unsichtbar, bis auf unser Katapult, das da schon hinholzen kann. Bin ich mal gespannt. Da kommt was geflogen und... Der arme Teufel, ey. Ach du Scheiße, ey. Hat's den schon weggeholzt. Ja, aber ich schieße eher mal auf das da, weil die sind deutlich enger beieinander. Hat trotzdem einen erwischt, oder? Ja, hat einen erwischt. Die stehen ja einfach deutlich besser aufeinander. Und sind wichtiger, sind deutlich mehr Fernkämpfer. Schon 15 Kills gemacht. Da bleibe ich doch glatt mal bei. Oh, die erste Einheit wand schon. Sobald die auf die Idee kommen, sich zurückzuziehen, sobald sie auf die Idee kommen, anzugreifen, meine ich, werde ich dann auch hier meine wenigen Krähenfüße werfen. Da wankt wieder eine Einheit. Scheinbar haben sie jetzt das Interesse am Fußmarsch gefunden. Es ist soweit. Dann mal dahin mit dem Scheiß. Schneller! Schwerter bereit! Dahin. Oh. Das ist natürlich jetzt doof, dass die Kaff von mir nicht reingestellt wurde. Passiert schnell! Da habe ich gepennt. Mhm. Ja, der Artillerie geht es hier demnächst auch so ein bisschen der Saft aus. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Kavallerie stärker ist als ihre. Aber ich sehe schon, dass ich jetzt die hier brauche. Und ich denke, ich schicke sie jetzt mit raus. Den Männern fehlt Munition. Zieht eure Waffen. Mhm. Schneller! Im Laufschritt! Achtung, Krieger! Ihr geht ein Stückchen zurück. Haltet euch bereit! Bereit! Schneller! Und die kommen jetzt hier irgendwie so über die Flanke zu uns rein. Kratzt euren Mut zusammen. Der Tod naht. Schweigt und sterbt. Die ist doch in Wahrheit ein Sohn, oder? Ich meine, von der Stimme her, ey. Beeilt euch! Das ist wieder krass. Eine Kameradin wird angegriffen. Mhm. Da kommen die ersten Geschosse schon an. Ich bin unverwundbar. Und sorge ich mal dafür, dass unsere Geschosse wirkungsvoller sind als ihre. Ist da außen rum. Ich helfe mal damit, dass die fliegen. Ihr seid so schwach wie eure Worte. Die sind zerstört, gut. So. Du haust den jetzt hier um. Gut, gut, gut. Feindliche
Der ist down. Jetzt noch die Kavallerie wegmachen. Ist ja bloß Tiger und Leoparden. Ja, die sind eigentlich hauptsächlich gut im Ansturm. Und jetzt weg, weil da sind Speerträger bei. Nix wie weg. Und jetzt den hier angreifen. Über die Flanke hier. Wappnet euch! Ich bin unverwundbar. Mhm. Haltet euch bereit! Das Gute ist, dass wir sie immer noch hier hart verlangsamen. Du solltest vielleicht den mal angreifen. Du solltest da vielleicht gar nicht kämpfen! Alleine! Gut, die sind down. Das heißt, du kannst schon mal dir beschäftigen gehen. Achtung, Krieger! Haltet euch bereit! Bereit machen! Ich hoffe, sie übersteht den Kampf mit dem da. Ich meine, er ist ja zum Glück nur ein Stratege. Bereit! Speere bereit! Bereit machen! Bereit machen! Haltet euch bereit! Achtung! Bewegung! Ihre Einheit fliegt! So, ihr geht hier zurück, Fernkämpfer. Ich habe die Generalin tatsächlich verloren. Fuck, ich hoffe, sie ist nicht tot. Keine Ahnung, die Kavallerie das schafft jetzt hier. Hängt davon ab, wie schnell sie die jetzt hier umgehauen bekommen. Bekommt es halt gar nicht hin. Natürlich nicht. Mhm. Immerhin habe ich die Kavallerie da rausgekriegt noch. Oh, was wert. Okay, den Nahkampf haben wir gewonnen. Greift jetzt halt einfach auch hier an, so wie euch hier. Okay, die fliehen schon, die sind weg. Gut. Immer noch Moral, man fasst es nicht. Diese dämlichen Speerträger gehen mir auch gehörig auf den Zeiger. Die meine Kavallerie chasen. Okay, die sind auch alle weg. Jetzt müssen wir die hier wegmachen. Die rennen alle weg. Oh, da hinten sind Dinge passiert. Dinge, die ich nicht bestellt habe. Auch geschlagen, gut. Boah, ich hoffe echt, dass die eine jetzt überlebt hat. Das würde mich so ärgern, wenn nicht. Okay, die rennen ebenfalls weg. Ja, ich glaube, das war's dann auch. Jawohl, wir haben es geschafft. Oi. Oh, please. Sei nicht tot, sei nur verwundet. Die war halt auch schon ziemlich gut, ne? Und? Ach, Gott sei Dank, nur verwundet. Okay, sehr gut. Nochmal 3000 Ocken. Der Typ hat einen Familienspeer. Ja, der geht jetzt in die Hände meiner Familie über. Wir können es uns nicht leisten, sie am Leben zu lassen. Genau. Für unsere Mühen. Deswegen besetzen wir jetzt hier einfach mal Yingxuans Ackerland. Stoß entschlossen und treff sicher zu. Ho, 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 ho. Ja, da sind jetzt einige Units, die jetzt erstmal wieder zurückkommen müssen. Aber das Gute ist, wir haben inzwischen schon... Ja, es geht recht flott und die anderen Einheiten regenerieren sich auch sehr schnell. Sie braucht auch einen Turn, bis sie wieder da ist. Wir haben diese Runde echt eine Menge gemacht. Dieser Speer gibt Wissen und Instinkt. Und das hier ist das Speererbstück, das ist sogar noch besser. Ich kann jetzt mal schauen, was sie für eine Waffe hat. Sie kämpft ja momentan mit der Kriegsklinge, das ist korrekt. Die ist gerade eben gar nicht da. Die hat
einfach nur ein Schwert der Zeremonien. Wissen brachte ja, glaube ich, noch ausweichen, ne? Naja. Es gibt leider irgendwie keine Waffe, die irgendwie List gibt. Also keine Nahkampfwaffe. So, du hast den Fruchtbringer. Dem Wissen ist halt echt blöd, weil er weicht dadurch halt einfach im Nahkampf nicht mehr aus. Man könnte darüber nachdenken, ob man ihm stattdessen einfach das Teil gibt. Das war weniger Instinkt. Er hat zwar immer noch Instinkt, aber weniger. Aber ja, das Wissen ist halt dann unter Umständen vielleicht bei ihm besser. Mein Schaden machen ist cool. Keine Frage. Aber ich bin schon ein Fan davon, wenn er im Nahkampf auch eine realistische Chance hat, auszuweichen. Manchmal sind die epischen Waffen halt dann doch nicht ganz so episch. Aber ihr die Autorität, will ich ihr noch Wissen geben? Da ist noch mehr Autorität drin. Aber auch mehr Zufriedenheit. Ich warte mal, bis sie wieder da ist, ne? Habt ihr Befehle für mich? Kann sie ja leider gerade eben nicht auswählen. Ich glaube, also sie kommt ja mit Autorität deutlich besser. Zu Rand ist ja ihr Hauptattribut. Was ist mit dir hier? Du bist ja jemand, der eigentlich auf Entschlossenheit gehen müsste. Aber da haben wir fast nichts. Gut, wir haben hier so eine Axt, ne? Aber. Nee, dann lasse ich dir das Teil tatsächlich. Instinkt, 15 Angriffsbonus. Habe ich das auch mal so rumgeändert. Ihm fehlt halt einfach mal komplett irgendwie mal eine Waffe, die gesondert für seine Klasse gut wäre. Sie hat schon das Beste, was geht. Das himmlische Schwert. Die Lady Yan. Okay. Und bei ihm fehlt es einfach auch noch überall. Was kann sie denn noch brauchen? Das bringt noch List, das ist gut. Hier nochmal ein bisschen mehr Autorität. Und auch für mehr Zufriedenheit. Also ganz im Ernst, mir wurde ja von ganz vielen Leuten zugetragen, dass es echt schwer wäre, die Charaktere zu halten bei so einem hohen persönlichen Siegel, was ich jetzt hier habe. Ne? Ihr seht, ich bin komplett voll. Es geht nicht mehr. Es ist komplett ausgemaxt. Minus 50 Zufriedenheit, ich habe ja trotzdem 100 Zufriedenheit. Ich habe, glaube ich, einfach nur Glück, was die Charaktere angeht. Kann das sein? Das sind einfach so diese richtig selbstzufriedenen Leute, ne? Die Tonschale, was hatten die da? Akademie mit dem Baumeister zusammen. Habe ich den im Besitz? Der Baumeister ist im Besitz. Aber ich glaube, das ist etwas, was eher für jemanden ist. Ja. Verwaltete Komturei. Guck, auf einmal guckt sie ernster, wenn sie was Tolles geschenkt bekommt. Der Frau kannst du es auch nicht recht machen. Guck nur, ob sie dann eine bessere Rüstung gerade eben hat. Muss man ja auch mal machen. So, wie sieht es jetzt mit meinen Komturei-Verwalterlies aus? Dafür muss ich an den Hof. Ich habe Leute, die diese Jobs machen können. Du zum Beispiel. Bringt ihm mehr Zufriedenheit. Er ist ein General. Du könntest das hier noch machen. Sind alle so krass zufrieden. Meister der Zeremonien, ja. Er kostet sogar noch weniger. Das ist echt witzig. Okay. Euch vier muss ich mal näher anschauen. Irgendeiner von euch, warte mal, einer von euch ist doch sogar ein. Genau du. Der Zhao Yuanshan. Zhao Yuanshan. Hab ich denn den? Der hat den Arbeitsvermittler. Nee, 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 der soll den Baumeister bekommen. Da ist er. Ausrüsten. Und dann bekommst du das hier noch. Zack. Halt. Sagte Zack. Set-Bonus.
aktiviert. So, 25% weniger Baukosten. Lernen und Markt. Also nur für Landgebäude und Marktgebäude nehme ich mal an oder sowas in der Art. Aber ist egal. Macht noch mehr Einkommen aus Industrie. Eventuell sollte ich woanders noch einsetzen. In einer anderen Komturei, wo ich mehr Industrie habe. Aber ich habe halt momentan noch nicht viel Industrie. Das schränkt diese Möglichkeit ein bisschen ein. Bauen wir das dann noch? Gut. Ich habe jetzt 62 Nahrung. Ist eigentlich mal wieder an der Zeit zu gucken, ob ich daraus nicht irgendwas Sinnvolles machen kann. Gibt es Handelsabkommen? Ja, es gibt Handelsabkommen. Er würde vielleicht mit mir handeln. Redet, Verräter. Kann ich ihn zwingen? Ich kann ihn zwingen, mit mir zu handeln. Komm, ich habe Items für dich. Guck mal. So ein Teil hier. Habe ich doppelt. Braucht kein Mensch. Ach, scheiße, Moment. Das da. Handel. Genau. Dann habe ich hier noch diese dämliche Axt. Braucht auch kein Mensch. Die Axt hier, die will ich noch behalten. Dann so eine unglaublich hässliche Rüstung, dieses Schild der Natur. Wer zieht sowas an? Ich wette du. Und was habe ich denn noch? Hier habe ich nochmal irgendwas doppelt hier, die Schweinderl. So, zack. 0,8. Finde ich gut. Dann leiste ich aber nochmal ein bisschen Zahlung. Ui, da muss ich aber eine Menge drauflegen, dass der hier zufrieden wird. Nee, weißt du was? Komm, ich kack dich einfach mit Essen zu. Was hältst du davon? Boah, guck mal, das ist sogar nicht mal viel nötig, weil er hat wenig Nahrung. Der ist glücklich mit einer Schale Reis, die ich ihm dann noch gebe. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich, wisst ihr, die Items, die habe ich ja länger. Ich kann dem ja locker flockig, wenn der mir dann auch den Krieger klärt, ist es ja weg. Ich kann dem ja 20 Nahrung bieten. Ah nee, es geht nicht. Wir bleiben bei 1. Die Items, ja. 0,3. Passt schon. Wobei, er hat... Nee, er hat auch nicht viel Geld. Ach, Hauptsache ich handle. Vorsicht, muss unsere Leidenschaft vorerst in Schach halten. Jetzt handle ich mit meinem Gegenkaiser. Finde ich schön. Ist irgendeiner von denen gewillt, Frieden mit mir zu machen? Herzogtum Weih. Er da unten vielleicht. Sun She. Da oben. Ich habe schon ordentlich viele Gegner. Sind wir mal ehrlich, ich habe eine Menge Gegner. Ich will mal wissen, was er von Frieden verlangt. Ihr verfinstert meinen Tag. Ach, zu viel. Einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Okay. Dann, ja, den Rest meiner Nahrung behalte ich fürs erste Grad eben noch. Schon mal den Turn beenden. War ein Turn, der lang genug gedauert hat. So, ich habe übrigens vor, Leute, eher tendenziell die, die Folgen ein bisschen kürzer zu machen. Also eher so 25 Minuten, dann kriege ich nämlich mehr hin. Hab zu viele Projekte zurzeit am Start, was auch natürlich an der aktuellen Lage liegt. Deswegen machen wir diese Schlacht beim nächsten Mal. Ansonsten hätten wir nämlich noch eine Runde gespielt, aber naja, man kann es nicht ändern. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, seid morgen wieder dabei, wenn wir hier Yang Shu, den Werkzeugmacher, verteidigen. Haut rein, schöne Zeit, tschüss und ade.